Das Kapitel EU und Türkei ist seit Jahrzehnten eigentlich ein verlogenes. Die Türkei hat ein Assoziationsabkommen mit der EWG, glaube ich, aus den 60er, also 50 Jahre her. Das haben wir als Österreicher eigentlich mit übernommen, als wir beigetreten sind. Es gehört halt mit zu den unangenehmen Aufgaben der europäischen Politik und der Mitgliedsländer und der Vertreter der Mitgliedsländer, Vertreterinnen, irgendwann zu definieren, wie groß ist die EU, wer gehört dazu und wer nicht. Gehört die Türkei dazu, ja oder nein? Man muss ja natürlich auch sagen, die Ukraine ist Europa. Ne? Ich meine, bis heute gilt eigentlich die grobe Formel, du musst in Europa liegen und du musst bestimmte Menschenrechts- und ökonomische Voraussetzungen mitbringen. Dann kannst du ansuchen um Mitgliedschaft, dann kannst du berücksichtigt werden. Was sicher nicht geht, was ich für einen großen Fehler halte, ist, dass man jetzt eine Herausforderung wie die Flüchtlingswelle eigentlich meint, mit einer Regierung wie der derzeitigen türkischen irgendwie abhandeln zu können. Das müssen wir selber machen. Und nur auch dort, bevor ich irgendwo hin zeige, muss ich ja die Dinge auch mal zu Hause lösen. Wir haben heute noch, ich glaube, hunderte Gemeinden, die noch nie einen Flüchtling gesehen haben. Wir sind nicht in der Lage, in den einzelnen Bundesländern, geschweige denn im Bund, in der Republik Österreich, eine faire Verteilung der Flüchtlinge herbeizuführen, fordern sie aber natürlich auf europäischer Ebene. Da sind wir wieder einmal bei der, wer da schuldig ist. Die Europäer sind natürlich schuld. Wir würden sie, wenn man uns ließe, wäre es ja klasse. Also wir müssen das zu Hause machen. Wir müssen auch eine Politik entwickeln, die nicht von Ankara abhängig ist. Das darf nie passieren. Wir erleben, wie dort eine ganz ungute Entwicklung stattfindet in diesem Land. Das kann nun einmal passieren. Die Türkei bleibt für uns eines der allerwichtigsten Länder. Es sind einfach unsere nächsten Nachbarn als Europäische Union. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht die Milliarden, die man jetzt der Türkei verspricht, nicht anderswo ausgibt, wo sie vielleicht besser ausgegeben wären, dass man die Griechen darben lässt, zum Teil in ihrer Situation mit ihren Inseln und den Türken Milliardengeschenke sozusagen machen, offerieren will. Wir brauchen vielleicht, wenn man denn schon Europa anspricht im Zusammenhang und wieder einmal schuldig werden lassen will im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik, dann brauchen wir auch die Ressourcen auf europäischer Ebene. Das heißt, ich brauche ein europäisches Budget, das ich verwenden kann, zum Beispiel für Flüchtlingspolitik, dass wir im afrikanischen Raum, im nahöstlichen Raum entsprechende Gelder fließen lassen können, ohne dass ich jedes Mal irgendwo 28 Mitgliedstaaten fragen gehen muss. Das wird so nicht funktionieren. Es ist auch der Abfluss der Mittel ist äußerst bescheiden. Immer wieder kommen Meldungen irgendwann, ja, da hat man doch so viel Geld versprochen, geflossen ist keins. Und wir sollten nicht vergessen, in der jüngeren Vergangenheit haben die Mitgliedstaaten, der Großteil der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Förderungen zum Beispiel für die Flüchtlingslager im Krisengebiet zurückgenommen. Ohne dass das lang diskutiert worden wäre in der heimischen Politik. Und das war wahrscheinlich mit ein Auslöser, dass da auf einmal die Jungen und Gesunden gesagt haben, ja, fahren wir da verhungern, gehen wir. Und wir wissen auch, wohin. Mhm.